liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge an diesem wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, es ist Sonntag. Ich hoffe, ich pack's noch bis Sonntag, Alter. Weil es ist gerade Sonntag. Ja, das sind immer meine Lieblingsfolgen, die ich am gleichen Tag noch aufnehme, wie sie rauskommen sollten. Am besten wäre sie schon vor einer halben Stunde rausgekommen. Aber hey, man kann sich nicht immer alles aussuchen, okay? Wir haben gerade viel zu tun. Cyberpunk 2077 Release, Pokémon Challenge auf Twitch, ne? No Center Challenge kommt unbedingt vorbei, Freunde. Ich gehe davon aus, dass ich heute Abend einen weiteren Versuch starten werde. Ja, ihr habt richtig gehört, einen weiteren Versuch. Die Challenge ist ziemlich schwer, ziemlich sick. Kommt also gerne vorbei. Alter, die geile Mucke wieder hier, ne? Damn, boy! Ja, um viele andere Sachen, die mich einfach etwas vom Schlaf und vor allem vor der Videoproduktion abhalten. Aber heute sind wir wieder da in der Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Nuzlocke Challenge und voilà! Unser Team. Wer den letzten Livestream nicht geguckt hat von der Renegade Platinum Nuzlocke, beziehungsweise die Grinding Session. Ich habe ja versprochen, dass ich die anderen Sachen wieder offscreen nachlevele und so weiter. Hier ist unser neues Team. Warum haben wir ein neues Team? Tja, schaut euch einfach den Stream an. Okay, nein, ihr müsst euch jetzt keinen 3-Stunden-Stream angucken. Um es kurz zu sagen, wir hatten ein paar Balancing-Probleme. Das momentane Team oder das eigentliche Team war ein bisschen zu overleveled, teils Pokémon zumindest. Und ich habe mir gedacht, hey, für den Spaß und dafür, dass wir noch ein paar andere Pokémon sehen in diesem Run, mache ich mir einfach zwei Teams. Beziehungsweise ein Team für den Fall, dass wir mal wieder overleveled sein sollen. Wir sind jetzt alle auf dem Level vom letzten Arenaleiter, mit Ausnahme von Jindo Jun, der ist ein Level drüber, weil aus Versehen. Weil versehen, Bruder. Und Chaya, weil ich Chaya mitnehmen muss anstelle von unserem Starter Fullbuster, der ebenfalls auf 44 gewesen wäre. Einfach nur aus dem Grund, dass wir auf eine Wasserroute gehen müssen und ich nicht Scald anstelle von Surfer haben wollte auf meinem Starter. Und Chaya hatte Muddy Water, was verfehlen kann und wo Surfer sowieso viel, viel besser ist. Und ja, deswegen Chaya, Guys. Bin mir nicht sicher, ob ich hier schon einen Encounter habe. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich habe extra gewartet damit. So, und das erste Match ist direkt ein Doppelkampf, wie es scheint. Okay, dann gucken wir mal. Ich würde sagen, wir leaden mal mit Flux, Flux und Salat. By the way, wir machen noch eine Team-Recap. Ihr habt ja die Pokémon noch gar nicht wirklich gesehen. Wir haben Salat. Ich habe mir überlegt, ihn Salathals zu nennen. Einfach, weil er so einen dünnen Hals hat, wie manche Salatesser unter euch einen Bizeps haben. Mit dem Grasfee-Typ und dem Light Clay, weil wir einen Double-Screener in diesem Pokémon haben. Lightscreen und Reflect. Wir haben den Draining Kiss, der geboostet wurde in diesem Spiel. Und den Energy Ball, womit das Ding schon gut reinzimmern kann. Ne? Gute Def- und Spätzdef-Werte. Ziemlich gute Spätzdef-Werte. Und ja, die KP-Werte sind okay. So. Dann haben wir Flux Flux mit einem guten Angriff. No Guard. Brick Break. Cross-Chop, was High-Critten kann, Bulk-Up, also plus Angriff plus Death und Knock-Off. Was wir ebenfalls noch auf diesem Ding haben, ist Scope-Lens, damit er noch häufiger crittet. Das heißt, unsere Cross-Chops, die immer treffen und immer Stab haben, sind potenziell ziemlich immer Crits. Oder ich glaube fast immer. So, wir haben Pixie mit Levitate, ne? Ja, das Fake Pixie, das tote Pixie, aka Gengar mit einem anständigen Spätz-Attack. Mit, wow, Alter, die KP sind fast so hoch wie die von Meganie, ne? Mit gutem Speedwert und Shadow Ball, Sludge Bomb, Ominous Winds, vielleicht für die Boosts und den Confuse Ray, weil wir da noch nichts Besseres haben. So, dann haben wir Jindo Jun mit Natural Cure, ne? Unser Altaria, die schlechtere Variante von Togekiss, obwohl es ein genauso cooles Pokémon ist. Wir haben die Wise Glasses drauf mit Moonblast, Dragon Pulse, Fly und Dragon Dance. Dann haben wir Sonic. Warte mal, was hat das Ding eigentlich für Angriffswerte? Ja, die Angriffswerte sind okay. Also nach einem Dragon Dance können die definitiv mit dem Spätz-Attack mithalten. Von daher kann man das machen.
Dann haben wir nämlich drei Moves. So, Sonic und Chaya. Chaya muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Wir haben Sonic mit Flamethrower und Lava Plume. Lava Plume paralysiert, Alter. Verbrennt zu 30% und trifft alle. Ist quasi das Pendant zu Ladungsstoß, was Riddle hatte. Und Flamethrower ist der Donnerblitz, den Riddle niemals hatte und aufgrund dem es gestorben ist. Extrasensory und Quick Attack, my guys. So, Chaya, wie gesagt, den Surfer draufgepackt. Let us fucking go. So, wir machen natürlich einen Doppelkampf draus, weil alles andere wäre ja lame. Schauen wir mal, wie die Levelkurve sich hier verhält. Okay, Level 43, das ist in Ordnung. Ich würde nur gerne auf Energy Ball, auf Azumarill gehen, weil ich das Gefühl habe, das Ding ist ein Feen-Pokémon, ne? Ja. Flix, Flix! Ja, macht nicht viel, ne? Sonic würde quasi Feenattacken resistieren, aber gegen zwei Wasser will ich da ehrlich gesagt nicht reingehen. Chaya mit Storm Drain, I don't know. Pixie ist halt fragil AF, Bro. Eieieiei. Okay. Warte mal. Eigentlich muss ich reflekten. Oh mein, what? Und er outspeedet mich. Poliwhirl outspeedet mich einfach. Poliwhirl. Ja, Chaya ist noch viel langsamer, Digga. Oh mein Gott, ich hätte einfach Poliwhirl weghauen müssen. Erste Route Belly Drum. Okay. Jindujun könnte ihn outspeeden. Pixie outspeedet ihn mit 100%iger Sicherheit. Das Ding ist nur, fuck, Digga. Das ist nicht gut, Mann. Hat der gerade einen plus 6 Wake-Up-Slap rausgedonnert und mir ein Fünftel Damage gemacht? Was ist denn mit dem Jungen los? Okay, nevermind. Ja, Glück gehabt, ne? Hätte der irgendwie Ice Punch gehabt, Salat wäre direkt weg gewesen. Denn ihr wisst alle, gefrorener Salat schmeckt nicht. So, die dritte Double Edge, die Salat hier tankt. Salat definitiv die höchsten Death-Werte, ne? Auch jetzt nach dem Kontrollieren nochmal. God damn it. By the way, ich habe vergessen, hier das fucking Layout wegzumachen wegen Stream. So. Now it is correct. Okay. Das Problem ist, Vaporeon könnte Ice Beam haben. Und wir haben keinen Lightscreen. Und Salat ist langsames Bug. Das heißt für mich, ich switch mal zu wem? Digga, ich habe eine krasse Eisschwäche, by the way, ne? Kann ich zu Flex Flex, Digga? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ich hab keinen Bock. Das ist so dumm, dass Salat so langsam ist. Sonst hätte ich Draining kissen können. Was mache ich denn mit Chaya überhaupt? Ich meine, in der Theorie, ne, müsste ich zu Pixie. Wir haben ja noch Dingens. Okay, ich gehe mal zu Pixie. Wir haben ja den Storm Drain, also. Und dann gehe ich für eine Earth Power auf Bibberill. Weil ich glaube, Bibberill ist immer noch ein Normal-Pokémon, ein Normal-Wasser-Pokémon, was gerade Schwertons aussetzt. Da kommt der Ice Beam. Okay. Zum Glück hat Pixie den höchsten Death-Wert, Spe-Death-Wert in unserem Team. Ja, geil, Digga.
Okay, aber das war ehrlich gesagt best case, weil jetzt kann ich Mibril einfach killen. Alter, wieder die soliden Plays am Start heute, Alter. Let's go. Ja, scheiß drauf. Earth Power kann Spedef droppen. Und dann dürfte es für einen Two-Shot reichen. Hydro Pump. Uff. Und trifft auch direkt, Junge. Ey, zum Glück haben die keine physisch guten Attacken, Mann. Holy Schmate. Sludge Bomb ist 10 stärker. Und dürfte dann auch reichen, ne? Ja. Eieiei, ein Crit und wir wären weg, ne? Chaya wäre einfach weg. Und Chaya ist, by the way, von unserem Main-Team, ne? Also, ey, und das war halt wieder, das war der erste Kampf halt wieder, ne? Schwertanz und Bellydrum. Ich meine, zugegeben, die hatten jetzt keine krassen Attacken, weil Wake-Up-Slap und so ist halt wack. Wake-Up-Slap ist wack! Aber, ja, es war halt ein random Kampf, ne? Im normalen Spiel geht man halt auf die Route, besiegt halt 5, 6, 7 Trainer, ohne einmal zu heilen. Und dann irgendwann werden die KP halt zumindest vom ersten Pokémon halt ein bisschen lower, weil man nicht mehr durchsweept, ne? So, aber hier muss man gefühlt echt nach jedem Kampf wieder heilen. Was nicht funktioniert in der No-Center-Challenge, denn in der No-Center-Challenge gibt es keine Pokémon-Center. Also wie gesagt, falls ihr Interesse habt an dem Projekt, kommt unbedingt vorbei oder freut euch drauf, dass die Highlight-Videos auf YouTube kommen. Es wird insane. Wir haben einfach alle Pokémon-Center aus dem Spiel rausgepatcht oder rausgehackt, wenn man so schön will. Und die Challenge erklärt sich von allein. Im gesamten Spiel kann man nicht heilen. So, du bist Drache, oder? Du bist aber auch... Ich glaube, du hast auch Ice Beam. Oh, Dragone Dünze. Ja, dann bist du kein Drache. Okay, Bro. Calm down, boy. Gib dir ein bisschen Liebe, Brudi. Energy Ball. Aquaring. Okay, also die Pokémon hier sind Garbage. Die Pokémon hier sind Garbage. Level 45. Und da sind wir schon wieder. Da overleveln wir schon wieder, weil die ganzen Leute viel zu viele Pokémon und viel zu krasse Entwicklungen haben. Hast du, Megahorn, Alter? Oh, wir outspeeden. Wow. Ha, du bist ein langsamer Goldfisch. Geh baden, Junge. So, next. Next. So sehen normale Trainerkämpfer aus, ne? Bap, 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 bap. Oh, Luminion. Du hast gute Spedef-Werte, wenn ich mich richtig erinnere. Und du kannst Sachen wie Ice Beam. So, da machen wir... Nein, Digga, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Aquatail. Hat er gerade zweimal den Aquatail gemisst? Uff. Uff. Okay, ich nehme alles zurück, was ich über deine Spedef-Werte gesagt habe. Corsola. Bra! Verrecke! Du kannst hier gar nicht mehr sein. Korallenriffe sterben weltweit. Keine gute Nachricht ist, aber... Oh, warte mal. Ist es unser Encounter? Ist das unser Encounter, Mann? Ich glaube schon, ne? I think so. Ja... Ich glaube, das ist unser Encounter tatsächlich, Freunde. Ja gut. Benennen wir nach einer guten alten... Ne, wir sind ja sowieso schon super vulgär in dieser Nuzlocke. Nach unserer guten alten Flutterfoot. Flutterfoot. Oh Gott. Ja, genau. Flutterfoot, ey. Okay, ja gut. Damals konnte man noch nicht so viele Buchstaben reinnehmen. By the way, ich habe mir mal so ein Ranking angesehen von den Hacks. Ne? Der Hack hier ist ja gemacht worden von Dryano. Ich habe keine Ahnung, wie er sich nennt oder wie man ihn ausspricht. Immer noch nicht. Laut Ranking, beziehungsweise laut Fakt, ne? Ist dieser Hack, sein neuester Hack, bietet definitiv am meisten
ich würde mal sagen, Quality of Life, genau, das war der Begriff, den ich gesucht habe. Quality of Life Option, Digga, ich sollte eigentlich mal wechseln, ne? Aber es ist halt wieder das Gleiche. Wir brauchen ein Pokémon, weil fucking Wasserroute. Und Salat ist am Ende dieser Folge wahrscheinlich wieder auf 48, Alter. Aber ich will halt auch keine Trainer skippen, weil die Trainerkämpfe das Coole sind an dem Spiel. Ah, was soll man machen? Lightscreen. Lightscreen. Ey, Flamethrower. I don't care, bitch. Ja, absolut nicht. Renegade Platinum ist der neueste Hack mit Quality of Life Updates. Das bedeutet, oh Gott. Das bedeutet, dass, keine Ahnung, Text Speed ist geupt. Viele Sachen, also generell die Interaktion mit den Leuten ist viel schneller und. Es gibt viele Sachen, die verbessert wurden, dass man zum Beispiel EV trainieren kann und so weiter, ne, solche Sachen. Aber Renegade Platinum soll tatsächlich einer der einfacheren Hacks sein von Draiano. Achtung, es ist immer noch ein Draiano-Hack und er ist immer noch ziemlich krass, vor allem im Early Game und ich glaube auch im Postgame und im Endgame. Im Midgame hat er, soweit ich mitbekommen habe, so seine Schwächen, wie wir ja auch festgestellt haben. Weil die letzte Arena war absoluter Garbage. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Warte mal, du hast gute Spedef-Werte. Ich habe kein physisches Pokémon außer Flexflex, ne? Und eine Attacke auf Jindudoon. Das ist echt ein Problem. Ja, die Team-Comp ist ein bisschen Garbage, aber hey, ich meine, was habt ihr erwartet, wenn man irgendein Random-Team pickt, um es spannender zu machen? Was zum Teufel ist Trump-Card? Haben wir gerade den Trump zugeschoben? Ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber auf jeden Fall, Renegade Platinum ist einer der einfacheren Hacks von ihm. Ja, genau, stimmt. Im Midgame ist es eher so ein bisschen meh. Im Postgame oder im Late-Game ist es dann wieder ein bisschen knackiger oder viel knackiger, je nachdem, was ich gehört habe, ne? Aber, die heftigsten Hacks oder der heftigste Hack von ihm, schwierigkeitsmäßig, scheint wohl Storm Silver und Hard Gold zu sein. Das kann ich bestätigen, denn diesen Nuzlocke habe ich schon zweimal verloren. Einmal in der Soul Link und einmal normal, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall würde ich diesem Hack im Falle eines Falles nochmal eine Chance geben, denn ich würde gerne bis ans Ende kommen. Aber, ne? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Was ich gerne ebenfalls mal spielen würde, ist Kaizo Emerald, weil Kaizo Emerald der schwerste und gleichzeitig balancierteste, also best gebalancete Hack sein soll aller Zeiten. Es gibt so viele Hacks, die wir noch nie... Wir haben bisher nur die normalen Editionen gespielt, mit Ausnahme jetzt von Renegade und Volt White und so. Das waren auch definitiv die krassesten, ne? Also Volt White war sowieso die krankste Nuzlocke ever. Ja. Oh Gott, Alter. Okay. Aber davon gibt es noch viel, viel mehr. Wir haben bisher eigentlich meistens nur die normalen Editionen gespielt, ne? Und es gibt Fangames, es gibt... Hat er gerade... Sprungfeder hat er gerade... Oh, Blastoise, okay. Oh, Mashallah, Digga. Warte mal, ja, wir haben bisher größtenteils, wie gesagt, eigentlich nur... Zu was gehe ich raus, Digga? Ich kann mit Pixie hier nicht drin bleiben. Ach komm, wir gehen. Na, Jindudoon. Risky. Ah, scheiß drauf. Wir haben größtenteils nur die normalen Editionen gespielt. Und es warten noch so viele Sachen auf uns. Aquatail. Yeah, easy resist, bruh. Im Regen hätte das Gengar definitiv Damage des Todes gemacht, ne? Weil wir haben
fast doppelt so viel Death und resistieren sogar noch. Also wir haben gerade vierfach getankt quasi, ne? Das wäre fast ein OKO gewesen, je nachdem wie viel KP. Also man darf nicht unterschätzen hier, man darf nicht unterschätzen. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft, Freunde, denn wir sind zwar Champ von allen möglichen Editionen und Generationen. Alter, guck mal, wie groß der Kopf von Salat im Vergleich zu Jindu Jun ist, Junge. Jindu Jun hat einen richtig kleinen Kopf. So, und jetzt höre ich auf, mich abzulenken. Aha. Warte mal, ich gehe auf Reflect, weil das ist alles, was ich machen kann. Ja, wir haben noch so viel nices Zeugs zu tun, Mann. Oh shit, stimmt. Der hat ja auch eine Schwäche, ne? Whoopsie Daisy! Oh, Bruder. Ja, wie gesagt. Kaizo Emerald, maybe Kaizo Blue. Das sind alles so Spiele, die ich noch gerne spielen würde. Hat das Ding... Ach komm, der killt mich nicht. Der killt mich nicht. Der killt mich doch mal nicht jetzt. Kaizo Blue ist der absolute Grütze-Hack, Alter. So gefühlt. Weil er einfach nur disgustingly schwer ist. Es gibt auch Hacks, da kann man keine Items verwenden und so, ne? Also zusätzlich. Und. Die Welt der Nuzlocke steht uns offen. Und ich freue mich mega krass auf das, was kommt. Peristong. Bräh. Der fuck out of here. Ne, wir haben jetzt unsere erste Runde gemacht. Jetzt kommen die richtig krassen Geschütze, meine Freunde. Wir haben sehr viele Erfahrungen sammeln können. Ich fühle mich confident, dass wir die Challenges in Zukunft schaffen werden. Insbesondere auch, weil ich jetzt ein bisschen besser aufgestellt sein werde, weil wir ja auch Sachen machen wie No Center Challenge. Und da muss man schon nochmal ein ganzes Stück weit umdenken. Ne, also es ist definitiv was ganz anderes vom Playstil her. Es dürfen auf einmal Pokémon sterben, nur man selbst darf nicht sterben. Und man muss gucken, dass man APs sparen kann und so weiter. Also es bringt nochmal einen komplett neuen Aspekt mit sich, den ich sehr, sehr cool finde. Sorry, so ein Pack, du hättest in der letzten Arena kommen sollen, Digga. Da wärst du definitiv nice gewesen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das wird insane, Freunde. Ich mache mir schon mal eine Liste. Ihr dürft mir selbstverständlich auch weiterhin Vorschläge schicken und so. Bist du ein Healer? Glaub, du bist ein Healer. Ha! Sowas hätte ich in der No Center Challenge brauchen können. Gut. Den Angler da lassen wir jetzt einfach mal aus, weil wir wollen hier irgendwo noch hinkommen. Da sind weitere Bären. Da ist noch ein Dude. Hier oben ist noch... Oh Gott, Digga. Habe ich Repel? Ich habe nämlich keinen Bock jetzt auf 50.000. Warte mal, wobei, wir haben hier, glaube ich, noch einen Encounter. Ist es eine neue Route? Ich glaube, das ist eine neue Route, oder? Ich meine, wir haben so oder so schon mehr als genug Pokémon in der Box, aber... Old Town Road... Ich glaube, das ist eine neue Route, oder? Ja. Das heißt, hier ist definitiv noch ein Encounter für uns. Und der Encounter ist ein! Gar nichts, okay, krass. Kein Encounter in der ganzen Wies. Holy shit. I saw it, today it's number 99! Show me a Pokémon that's level 99. I'll reward you. Okay, Bro, da muss ich aber noch ein bisschen leveln, ne? Ich glaube, die Leute wären sauer, wenn ich jetzt schon ein Pokémon auf Level 99 hätte. So! Ein fucking Mogelbau. Cool, Bro. Cool, Bro. Wow. Digga. Weißt du, wie ich das Teil nenne? Es ist zwar weiblich, aber ich finde, der Name passt ganz gut. Ich nenne ihn, sie, Zhongli. Eine Genshin Impact Reference an einen 5-Sterne-Legi-Charakter, den ich gestern gezogen habe.
Goddammit, hier wäre das männliche gewesen. Okay, scheiß drauf. Zhongli ist ein weibliches Pseudo-Wudo. Ja, der vom Typ Boden ist. Ne, ist nicht ganz, Stein ist nicht ganz Bodenfreund, ich weiß, aber scheiß drauf. Es passt, weil Mogelbaum. Are you going to the paw park too? So, ich glaube, dass ich hier hin muss. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich nicht durch die Höhle muss. Oh nein, wir haben verloren. Leute, wir haben verloren. Wir haben verloren. Es ist Togekiss. Oh shit. Oh no. Ist das Himmelsfeger, was da gerade droppt? Mit einer physischen Attacke hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und das Problem ist, er outspeedet uns. Das heißt, ich kann kein Dingens aufsetzen. Kein Reflect. Shit! Digga, Sky Attack einfach, ne? Sky Attack kann ziemlich krass kritten. Und Togekiss kann Lucky Dingens haben. Was absolut disgusting ist. So, oh, was mache ich hier mit einem fucking Jindujun drin, Digga? Outspeed ich ihn? Ja. Fly. Fly so high and get so far. Easy. Outplay. Bam. Oh. Well, air slash. Boom. Alright. Was soll ich sagen? Genau. Außerdem wollte ich eigentlich... Digga, ich hab's gesagt. Ich werde am Ende dieser Folge auf Level 48... Fucking Blissey? Okay. Warte mal, bist du Fee? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Please don't moonblast me now. Lightscreen. Okay, kein Problem. Cross-Shot! That bitch! Crit! Yeah! Flux, flux! Ich war auch in so einer Stadt und da meinten die Leute auch irgendwie, ja, du musst auf Route, bla bla bla, für den Pearl Park. Keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. So, du bist noch ein Dude. Ich glaube, du bist ein Ace-Trainer, ne? Ace-Trainer, ja. Claydol, oh, da kann ich direkt wieder rauswechseln, Digga. Warum habe ich eigentlich fucking Salah Jindujun nicht geheilt? Okay, was mache ich hier? Pixie hat halt ein schlechtes Typing für sowas, ne? Der Poison-Type ist halt schon garbage as fuck. Gut, wir gehen zu Salat. Salat tankt die Bodenattacken. Die Psychics Oh, damn, boy! Oh mein Gott. Lightscreen. Alter, Salat ist so bulky, Junge. Jetzt geht er für Earthquake. Das wird aber resistiert und, ja... Ja, 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 ja. Ich glaube, einen Crit würden wir tanken. Ja, ja, easy. Easy, easy. Easy. Oh, warte mal. Ist gerade unser Bulk-Kickster fucking Screener ever weggestorben? Wegen einer Explosion. Erdbeben ist Stab. Hat 100 Stärke. Mit Stab 150. Nicht mal annähernd hätte ein Crit gereicht von Erdbeben. Okay, okay, Explosion hat 250 Schaden. Aber ein Crit von Erdbeben hätte 300 Damage gemacht. Und das hätten wir easy getankt. Oh, Erdbeben ist resistiert. Oh, ich bin so dumm. Ey, aber das hat... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat richtig schön
Digga. Das hat ziemlich genau gekillt, ne? Hätten wir noch ein bisschen mehr Leben gehabt, hätten wir den Scheiß überlebt. Alter! Als ob! Ich habe mir noch überlegt, ob ich reflekten soll, aber ich dachte mir einfach, nee, scheiß drauf, heal einfach. Bro, what? Ja, geil. Oh mein Gott, Digga. Ja, top, Alter. Uff, 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 uff. Was für Pokémon hat der? Okay, das macht glücklicherweise gar nichts. Rain Dance. Oh mein Gott, Digga, Level 45 Glurak, ey. Fumala, bruh. Ja, ich weiß nicht, wir sind auf einer Wasserroute und haben gerade unser Pflanzen-Pokémon verloren. Was? Oh, wow, das Ding ist ein Drachen-Pokémon, ne? Ha! Im Regen eine Wasserattacke überlebt. Das sieht man auch nur in Renegade-Plätten, Bro. Okay, okay, das Ding hat ein Drachen-Typing. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir hatten ja auch, glaube ich, einen Glutex und die ganzen Leute meinten... Ah, dammit. Natürlich. Natürlich, du Drecksack, Alter. Du gehst safe auf die Pflanzenattacke. Du gehst safe auf die Pflanzenattacke. Du gehst safe auf die Pflanzenattacke, Digga. Psycho wäre jetzt so garbage, danke. Resist. Resist, Bruder. Ja, das wird resistiert. Könnt ihr euch mal vorstellen, was eine Psychic macht. Sludge Bomb ist, glaube ich... Also, Sludge Bomb ist 90 stärker. Sludge Bomb, er ist halt ein Level höher als wir, ne? Das ist das Ding. Ja, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Du kleiner Wichser, Alter. Ja, tschüss, Gengar. Ah! Digga, was ist denn jetzt los? Ach, ich hätte Sonic... Ich hätte zu Sonic reingehen können. Warum gehe ich zu Pixie? Ich verdammter fucking Idiot, Alter. Ich meine, Sonic hätte genauso wenig gereicht, aber... Was mache ich hier gerade, Digga? Oh, der hat mich wieder komplett auf dem falschen Fuß erwischt, Junge. Oh, hier, Quick Attack. Fuck. Fuck you, Bro. Ja, Sonic hätte auf jeden Fall überlebt. So, burn that bitch. Oh, natürlich burnst du that bitch nicht. Okay, cool. Holy shit, Bro. Holy shit, Bro. Gegen Absol hätten wir aber auch nicht wirklich was gehabt, ne? Holy shit, Bro. Ja, doch, Flex, Flex. Flex, Flex. Ah, dammit. Okay, Salat. Come on. Explosion habe ich nicht mitgerechnet, muss ich ganz ehrlich sein. Gengar war 100% eigenverschuldet. 100% unnötiger Tod. Ja, das war übel garbage. Okay. Lass mich mal ganz kurz noch diese Farfetched. Oh, lass mich fliehen, Digga. Wenn er mich jetzt nicht fliehen lässt und einen fucking Sturzflug droppt. Oh, no, no, no. Oh, nein. Noch ein Ast-Trainer. Noch ein fucking Ast-Trainer. Okay. Ja, ich heile mal ganz kurz meine Pokémon, weil, wiederholen will ich das gerade nicht, ne? Ich habe nur noch Super Potions. Ich habe 5 Super Potions. Bräh. Ja, wegen diesem Scheiß-Bug, ne? Ich habe eigentlich viele Tränke, aber ich kann die außerhalb des Kampfes nicht einsetzen. Oh, Digga, laber nicht. Warte, was? Ah, jetzt habe ich keine mehr. Okay, shit. Shit. Ja, komm, dann komm halt. Junge, Mädel. Dammit, eigentlich ist die Folge längst wieder vorbei, ne? Oh, und das Erste, was ich sehe, ist wieder ein fucking Vileplume, Alter. Gut, ja, ich habe nur Sonic. Ich habe nur Sonic dagegen. Wenn jetzt eine Matschbombe... Holy shit, das Ding am Moonblast, okay. Ha! Let's go, Flamethrower, damn you! Goodbye! Ja, und so schnell sind wir wieder underlevelt, ne? So schnell geht's, Freunde. So, Nidoqueen.
Wir können für Extra Sensory gehen, aber das Ding haut mich dann einfach weg mit einem Erdattacke. Hier könnte es aber dann mit Poison Moves kommen. Wir gehen zu Chaya. Da kommt die Earth Power. Please don't spedef drop me, bro. Please and thanks. Earth Power. Ah, Surfer wäre besser gewesen, ne? Earth Power überlebt das Teil. Fuck you, bro. Fuck you, bro. Fuck you. Es ist halt wieder so lächerlich, Digga. Diese 80er Moves, die überlebt werden. Zum Kotzen, Alter. Surfer hätte halt einfach gereicht. Ich spiele halt heute schlecht, Alter. Was ist denn los mit mir? Der Anfang der Folge war ganz gut. Jetzt... Haram. Ja, dreimal könnt ihr raten, was jetzt passieren wird. Double Psychic? Ja, GG. Okay. Okay. Was mache ich hier? Let's go. Flex, flex. Muss killen. Oh ja. Wird leider nur vierfach resistiert. 84 Spedef. Fuck my life, bro. Fuck my life, bro. Okay. 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 Warte mal, ein Moonblast von dir. Fee resistiert nicht Fee. Das heißt, ein Moonblast würde reichen. Ne? Ich darf nicht Dragon Dancen. Ich muss auf den Moonblast gehen. Und zum Glück outspeede ich das Teil. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, ob ich Dragon Dance sweepen soll. Okay, Low Punny, easy. Easy. Oh, fuck my life, bro. Digga, wir haben gerade die Hälfte unseres Teams verloren in einer Folge, ne? Cool. vor allem die Pokémon, die wir nicht ersetzen können. Sonic und Pixie. Wir haben keinen Geist und wir haben keinen Feuer-Pokémon sonst. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe, bitte. Flix, flix. Lass mich einfach in Ruhe. Geil. Geil, Digga. Geil. Ja, ich weiß nicht, ob es smart ist, hier weiterzugehen. Ich glaube nicht. So, da ist die Heilerin. Also, was ist sie jetzt gestorben? Digga, was zum Teufel? Was zum Teufel? Erste Folge mit dem Pokémon. Bam, 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 weg, Alter. So, ich heile mal unsere Pokémon, die uns verblieben sind. Ja, und was in diesem Park hier passiert, meine Freunde, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, schön, dass ihr wieder da wart. Hier habt ihr eure Tode, ne? An alle, die sich beschwert haben. Gar nicht stirbt mehr. Ja, hier, die Hälfte des Teams ist verreckt. Ja, granted, also hier zugegeben. Das ein oder andere war Eigenverschulden. Irgendwann hatte ich dann einfach zu wenig Pokémon, Mann. Also selbst, ja, Salat mit Lightscreen wäre hier halt super wichtig gewesen, ne? Aber auch hier sieht man mal wieder, ich meine, wir haben Metagross im Main-Team. Alleine dieses Gardevoir hätte gar nichts machen können gegen Metagross, ne? Also, wir haben halt einfach starke Pokémon im Team. Wir haben krasse Pokémon durchgecarried, entwickelt und jetzt haben wir halt einfach ein gottsolides Team und wir hatten viel Glück in der Nuzlocke bisher, ne? Wir haben viel Glück gehabt, ein sehr starkes Team und dann ist es halt auch klar, dass man, ne, gut durchkommt, aber das Ganze kann sich innerhalb von einer Folge ändern. Vergesst es nie, denn das sind Pokémon Nuzlocks. Bis zum nächsten Mal, lasst einen Daumen da und haut rein. Tschüss!